Hallo Franzi, na, alles bereit? Ja, Arne, von mir aus kannst du losgehen mit dem Kindergottesdienst. Darf ich die Kerze anzünden? Ja, dann übernehme ich die Klangschale. Ich möchte mit uns beten. Dazu faltest du die Hände, schließt die Augen und kannst in Gedanken mitsprechen. Gott, danke für diesen Tag. Danke, dass wir heute Pfingsten feiern können. Ich bitte dich, sei du jetzt bei uns mit deiner großen Liebe. Amen. Wisst ihr, ich finde das richtig klasse, dass ihr da seid. Nicht nur richtig klasse, ich finde es einfach spitze. Und das singen wir jetzt zusammen. Einfach spitze, dass du da bist. Einfach spitze, dass du da bist. Einfach spitze, komm, wir loben Gott den Herr. Einfach spitze, dass du da bist. Einfach spitze, dass du da bist. Einfach spitze, komm, wir loben Gott den Herrn. Hallo Kinder, ich bin Pastor Paul. Und ich möchte euch heute eine Geschichte erzählen. Aber Pastor Paul, hast du nicht vergessen, jemanden vorzustellen? Unmöglich. Ich vergesse nie etwas. Aber da neben dir sitzt doch noch jemand und ich bin auch noch da. Oh. Also, naja, ich habe das natürlich nicht vergessen, weil ich vergesse nie etwas. Ich habe es einfach noch nicht geschafft, euch hier einzuplanen. Also, hier sind neben mir noch Franzi und Arne. Dankeschön. Schön, dass ihr da seid. Ich freue mich auch, heute dabei zu sein. Pastor Paul, warum sind wir denn heute im Wald? Weil heute Pfingstmontag ist. Und der wird hier in unserem Kirchenkreis Hittfeld immer im Kleckerwald gefeiert. Und warum ist dann fast keiner hier? Also, wo sind denn die ganzen Kinder für den Kindergottesdienst oder die Kinderkirche? Ja genau, müssten hier nicht so ein paar hundert Leute sein? Und ganz viele Kinder? Naja, wegen des Coronavirus dürfen wir uns ja momentan nicht mit so vielen Leuten auf einmal treffen. Und deswegen gibt es die Kinderkirche heute direkt nach Hause in den Bildschirm. Wolltest du uns nicht noch eine Geschichte erzählen? Stimmt, das hätte ich ja beinahe, also, naja, nicht vergessen, natürlich, aber das wollte ich gerade erzählen. Worum geht es denn heute? Um das Fest, das wir dieses Wochenende feiern. Pfingsten. Kennt ihr das? Ja, ich habe das schon mal gehört. Und das ist immer kurz nach Himmelfahrt. Genau. Und es gibt dann auch schulfrei an dem Montag. Also muss es irgendwas ganz Besonderes sein. Da habt ihr beide recht. 10 Tage nach Himmelfahrt ist Pfingsten. Und es ist ein ganz besonderes Fest. Ich erzähle euch mal, was da passiert ist. Das war für die Jünger damals eine ganz schwere Zeit, denn Jesus war verschwunden. Er war in einer Wolke jetzt endgültig in den Himmel gefahren. Was wird nun passieren? Was sollen die Jünger jetzt tun? Ich habe gehört, die haben sich einfach weiter getroffen, oder? Ja, genau. Aber sie hatten Angst, weil Jesus nicht mehr da war. Und weil sie nicht wussten, was sie jetzt machen sollten. Sie könnten ja wieder in ihren alten Beruf zurückgehen oder sie könnten weiter durch das Land ziehen. Sie waren total verunsichert. Jetzt war es schon 10 Tage her, dass Jesus wieder weg war. Er wollte ihnen doch einen Tröster senden, aber davon war weit und breit keine Spur. Außerdem war in Jerusalem an diesen Tagen wieder ein großes Fest,
und viele fremde Menschen in der Stadt unterwegs. Vielleicht war einer davon der Tröster. Nein, aber es sollte nicht mehr lange dauern, bis er kommt. Und es fing damit an, dass ein kräftiger Wind wehte, der die Tür und Fenster des Hauses aufmachte. Es war kein bedrohlicher Wind, der etwas kaputt machen würde, sondern ein warmer, kräftiger Wind, der die alte Luft aus dem Haus pustete und dafür sorgte, dass die Freunde von Jesus wieder neuen Mut und neue Kraft bekamen. Sie fühlten sich tatsächlich erfrischt und fingen an, sich wieder aus dem Haus zu trauen und den Menschen von Jesus zu erzählen, davon, was sie mit ihm erlebt haben. Davon, wie Jesus mit den Menschen umgegangen ist, dass er sich für die Armen, für die Kranken, für die Ausgeschlossenen engagiert hat. Und das Tollste war, sie konnten auf einmal ganz viele verschiedene Sprachen sprechen, sodass die Menschen aus den anderen Ländern, die nur zu Besuch in Jerusalem waren, sie alle in ihrer Muttersprache verstehen konnten. Das hat die natürlich richtig verwundert. Aber sie fanden das auch toll. Und ganz viele hörten den Jüngern zu. An dem Tag haben viele von ihnen gesagt, dass sie noch mehr von Jesus hören und wissen möchten und haben sich von den Jüngern taufen lassen. Und warum ist dann der Montag frei? Ist das ein Tauffest? Nein, wir feiern den Heiligen Geist. Das ist Gottes Geist, der wie ein frischer Wind uns alle aufatmen lässt, der neue Kraft und Hoffnung gibt, wenn es aussichtslos erscheint. Er ist der Tröster, den Jesus angekündigt hat. Und gleichzeitig wurden an dem Tag so viele Menschen auf einmal getauft, dass die Christen diesen Tag später als Geburtsstunde der christlichen Kirche bezeichnet haben. Die Kirche feiert also quasi heute Geburtstag. Das ist ja eine spannende Geschichte gewesen. Vielen Dank, Pastor Paul. Jetzt wissen wir, was Pfingsten ist. Und was machen wir jetzt? Wir singen jetzt ein Lied. Ich weiß. Wir singen jetzt ein Lied. Ich vergesse doch nichts. Hahaha. Wir singen das Lied »Sei behütet«. Sei behütet auf deinen Wegen, sei behütet auch mitten in der Nacht, durch Sonnentage, Stürme und durch Regen hält der Schöpfer über dir die Wacht. Sei behütet auf deinen Wegen, sei behütet auch mitten in der Nacht, durch Sonnentage, Stürme und durch Regen hält der Schöpfer über dir die Wacht. Vielen Dank, Pastor Paul. Und jetzt schauen wir zu den anderen, wie der Gottesdienst weitergeht.